Nimm Messer mit, geht sie auf eine Holzbank und hack ein bisschen. Das entspannt wirklich die Nerven. Weil jedes Mal, wenn ich Holz hacke, stelle ich mir alle Menschen vor, die mich abgefuckt haben auf der Tour. Dann fühle ich mich gleich direkt besser. Das nennt man Tourholzhack. Also. Hashtag T-H-H. Tourholzhack. Hashtag T-H-H. Nicht THW, nicht zu verwechseln mit dem THW. Dann kommen die Männer in den blauen Bus und geben euch warme Getränke. Snacks ist heute auch am Start. Glow up the Nero Gang. Part ist Nummer 1. Hochfotolite. Welches ist dein Lieblingslied vom Album? Kalt wie Schnee. Erinnert mich an meine Ex-Freundin und das sagt genau das, was ich über sie denke. Korrekt, hat er aufgetroffen. Und Bock auf die Show heute? Bock auf die Show, ich hoffe, sie wird gut. Ich hoffe auch, seid ihr aus Köln? Wir sind aus Leverkusen. Aus Leverkusen, extra genau. Rübergefahren dafür? Ja, das sind nicht extra, das ist nur ein paar Stationen. Ja, ja, ich. Aber das ist egal. Es war eine halbe Stunde. Na, ja, korrekt, Jungs. Dann viel Spaß. Okay. Euch. Artists from all over the world, Ryan Leslie, Mr. RLS. Nice to see you back again, Germany. Nice show, bro. It was left come in the building to Cologne. We meet each other two and a half years ago and performed the song Swiss Francs in the remix for Germany. Yep. Check Ryan Leslie for one of the favorite artists all over the world for myself. So check it out. My English is so bad, nobody wants to hear me talk in English. That's right. Was geht ab, Alter? Ryan Leslie hat uns besucht hier heute in Köln. Bei der Show ist für mich persönlich einer meiner Lieblingsartists. Wir haben zusammen den Song Swiss Francs gemacht. Also check das ab, mein Englisch ist so schlecht. Wir machen Untertitel und so. Ihr wisst Bescheid, wisst ihr alles. Maschinen. Wir sind heute Abend hier in Frankfurt. Wir hatten heute die Jungs am Start, Area und Kurash. Haben ein bisschen Support gemacht, haben die Jungs abgerissen. Jetzt gehe ich da gleich raus und versuche einen draufzulegen. Wird schon klappen, hoffentlich. Also checkt uns ab heute Abend hier in Frankfurt. Der Osa gibt gerade Gas. Ihr wisst Bescheid. Frankfurt, habt ihr Bock mit uns heute Abend durchzudrehen? Also, ich muss schon sagen, mir hat meine Stimme angehört, ich kann kaum noch reden, weil das Konzert so geil war. Und ich muss wirklich sagen, durch das Konzert habe ich irgendwie einen größeren Bizeps bekommen. Und ich hoffe, man sieht in der Kamera. Und meine Freunde haben auch dicke Eier gekriegt. Es war mega, Leute. Jeder, der nicht da war, der hat was verpasst. Boah, das Konzert war der Hammer. Absoluter Abriss. Jedes Lied hat geballert, ey. Das Konzert war perfekt, Fahrt bis Ehren, Mann. Bestes Konzert der Welt. Oder jedes Jahr wieder, du weißt. Immer ehrlichste Mensch, den ich kenne, einer der größten Ehrenmänner der Welt. Peace out.